Kann sie nicht? Jetzt verpiss dich. Aber ganz schnell. Hey, was ist hier los? Hat der Typ dir was getan? Ich hab gar nichts gemacht. Ich weiß nicht, was deine Schwester dir erzählt hat, aber das muss eine Verwechslung sein. Eine Verwechslung? Mein verdammtes Arschloch! Beruhig dich! Was ist hier eigentlich los? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Die hat sie doch nicht mehr alle. Alles okay, Leute. Sorry. Willst du irgendwas haben? Was aber denn? Ich kann immer noch nicht fassen, dass das der Typ war. Was der für Nerven hat, einfach rumzulaufen und irgendwelche Frauen anzumachen. Und tut aber auch noch so, als wäre nichts gewesen. Dabei war er irgendwie nett. Meinst du, der war auf der Suche nach der Nächsten? Keine Ahnung, was in seinem kranken Kopf vorgeht. Aber eins schwöre ich dir. Wenn der dich noch mal zu lange anguckt, dann ist er tot. Dass der einfach so frei rumläuft. Das wird wohl auch nicht so bleiben. Solange Marlene ihn nicht anzeigt. Ja, aber dann ist es doch nur eine Frage der Zeit, bis er sich die Nächste greift. Das werde ich verhindern. Dafür sorge ich. Ach ja? Wie denn? Indem ich Marlene klar mache, dass es nicht mehr länger nur um sie geht. Hallo, mein Schatz. Hallo. Wie geht's dir? Keine Ahnung. Wenn ich irgendwas für dich tun kann, egal was, dann sagst du es mir, ja? Sicher. Hallo, Marlene. Hallo. Kommen wir gleich zur Sache. Ich habe nicht viel Zeit. Übermorgen Interview mit der Glanz und Gloria, danach ein Shooting unten am Rhein. Dann bist du erstmal 3 Tage im Studio. Und der Choreograf will nochmal mit dir an deiner Präsenz feilen. Was soll denn das genau bedeuten? Er will, dass Marlene an ihrer erotischen Ausstrahlung arbeitet. Jeder Mann im Publikum muss das Gefühl haben, dass du nur für ihn singst. Jeder muss dich haben wollen. Also das ist ja widerlich. Es ist Business. Jedenfalls, wenn man mit seinem Körper Geld verdient. Muss das sein? Also, das mit dem Choreografen. Erotik ist deine Stärke. Das sollten wir rausarbeiten. Also, das war's auch schon. Tristan, warte. Es tut mir leid. Ich... Schon gut. Nein. Ich habe einen riesengroßen Fehler gemacht. Dein Privatleben geht mich nichts an. Nicht mehr. Wenn du irgendetwas zu sagen hast, dann sag es. Ich hab zu tun. Schönen Tag noch. Ich bin doch echt für alles zu blöd. Hey, ist doch gut. Komm her, ich mach das schon. Eben, was ist denn los mit dir? Nichts, alles in Ordnung. Stimmt sowas nicht. Du? Du kannst mir doch nichts vormachen. Das habe ich schon gemerkt, als du 6 warst. Das werde ich auch noch merken, wenn du 60 bist. Also, was ist los? Der Typ. Welcher Typ? Der Marlene vergewaltigt hat. Er war am No Limits und hat mich angemacht. Was? Ist dir was passiert? Nein, wir haben nur gequatscht, aber er läuft frei rum und macht Frauen an. Solange Marlene diesen Dreckskerl nicht anzeigt, kann der leider machen, was er will. Dana hat ihn verkloppt. Sie hat ihm in die Eier getreten und bestimmt eine Rippe gebrochen. Und dann ist er abgehauen. Was bitte? Wenn ich mir vorstelle, dass er Marlene angefasst hat und sie das nicht wollte und keiner ihr geholfen hat, also... Ich habe Angst, Papa. Ich werde dich beschützen. Dir wird niemand etwas tun. Niemand. Versprochen. Das verspreche ich dir. Bitte werfen Sie eine Münze ein. Hab ich doch. Ist Geld schon drin? Ja, Mistteil.
Die gewünschte Sorte steht momentan nicht zur Verfügung. Ach. Warte mal. Muss nur seine Sprache sprechen, dann geht's. Danke. Was kann ich für dich tun? Bist du wegen deiner Schwester hier? Ja. Ich weiß, dass es mittlerweile schon zu spät ist für so eine Dingsbums. Rechtssichere Dokumentation. Ja, genau. Das ist so unfair. Da kommt so ein Dreckskerl daher und denkt, er kann machen, was er will. Und dann muss man noch so klar im Kopf sein und alles sauber dokumentieren und abheften. Was ist denn das für eine Welt? Deine Schwester sollte sich trotzdem untersuchen lassen, auch wenn nur noch ein paar Hämatome festzustellen sind. Letztlich geht's auch um die Glaubwürdigkeit der Aussagen. Unser Rechtssystem ist zwar nicht optimal, aber für solche Fälle durchaus sensibel. Was, wenn nicht? Was ist, wenn Marlene sich doch noch überwindet und es zu einem Prozess kommt? Und am Ende stolziert dieser Kerl grinsend aus dem Gerichtssaal, weil er so gut lügen kann. Das muss sich für sie doch anfühlen, als wäre sie noch mal vergewaltigt worden. Was kann doch mit einer Verurteilung enden und deiner Schwester helfen, die ganze Sache zu verarbeiten? Also, wenn ihr Hilfe braucht, ja? Ich bin immer für euch da. Danke. Zehntausend Vergewaltigungen werden jährlich angezeigt. Man schätzt die Dunkelziffer auf das 10- bis 20-fache. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber die Antwort ist nein. 6 von 10 Männern, die eine Vergewaltigung verübt haben und danach nicht therapiert werden, tun es nochmal. Marlene, du musst da doch auch nicht alleine durch. Ich bin bei dir. Ach, und wer muss die ganzen Fragen beantworten? Ich weiß doch, wie das abläuft. Alexanders Verteidiger wird mich fragen, wie kurz mein Kleid war. Ob ich vorher mit ihm geflirtet habe oder sonst irgendwelche Signale gesendet habe, die sein Mandant falsch verstehen konnte. Er wird mich fragen, wie laut ich Nein geschrien habe. Ich schaff das nicht, verstehst du? Ich pack das einfach nicht. Der Typ, der läuft da draußen noch frei rum. Packst du das? Wenn ich Alexander anzeige, dann muss ich den ganzen Horror noch mal durchleben. Entschuldige. Ich war vorhin bei Daniel. Er hat gesagt, wenn du jetzt zur Polizei gehst, dann ist es noch nicht zu spät. Natürlich ist es zu spät. Alles, was ich jetzt noch will, ist das Ganze hinter mir haben. Versteh das doch. Ja, natürlich verstehe ich das. Weil wenn du jetzt was unternimmst, dann können wir vielleicht verhindern, dass er sich die nächste krallt. Was willst du damit sagen? Nichts. Moment mal, worum geht's dir hier eigentlich? Ich sag doch gar nichts. Hat er, ist er dir irgendwie zu nahe gekommen? Nein. Tu bitte einfach, was du für richtig hältst. Diese Anspielung vorhin, dass Alexander sich vielleicht schon die nächste krallt. Weißt du da irgendwie mehr als ich? Hat er dir irgendwas getan? Nein, mir nicht. Sondern hör auf, mich wie ein kleines Kind zu behandeln. Ich will jetzt endlich wissen, was hier los ist. Das ist nicht dein Ernst, oder? Du willst mir jetzt nicht sagen, dass dieses Dreckschwein meine Kimmy angefasst hat? Ich habe ihn dabei erwischt, wie er gerade dabei war, mit ihr zu flirten. Aber es ist nichts passiert, wirklich. Du musst jetzt ganz ehrlich zu mir sein, okay? Er war scheiß nett. Woher sollte ich denn wissen, dass es der Typ war, der dich... Aber Dana ist doch gleich gekommen. Ich habe ihm eine gezimmert. Eine ist gut. Du hast ihm voll in die Eier getreten und bestimmt eine Rippe gebrochen. Was? Das war so ein unglaublich gutes Gefühl. Ich wollte euch da nicht mit reinziehen. Weißt du, was mit Marlene los ist? Nein, wieso? Sie läuft rum wie ein Gespenst. Ich weiß nicht, ob ich sie in dem Zustand wieder auf die Bühne lassen kann. Die Scheidung? Streit mit Dana? Was setzt ihr zu? Ihr habt doch eine Zweitbesetzung, oder gibt's da Probleme? Sie ist kein Publikumsmagnet, so wie Marlene. Vor ein paar Tagen wollte sie unbedingt zurück auf die Bühne und jetzt... Vielleicht ist es einfach noch zu früh. Da steckt mir dahinter. Wir waren uns immer so nah und... Auf einmal ist alles völlig anders. Irgendwas ist in der Familie vorgefallen. Dana ist auch vollkommen verschlossen. Danke.
Familienausflug? Ja, nach Rheinsberg. Bringen Sie was mit uns? Gerne. Was ist denn mit deiner Lippe passiert? Ah, ein Missverständnis. Deine Freundin dachte wohl, sie müsse ihre kleine Schwester vor mir beschützen. Bitte? Du willst behaupten, das war Dana? Ja, ich habe mich mit Kim natürlich nur unterhalten. Wie gesagt, ein Missverständnis. So, darf ich die Herren jetzt hier am Tisch bringen? Ah. Ja, dann bis später. Alles klar. Guten Appetit. Ich will das nicht. Lass mich los! Mag es, wenn du so willst. Was kann denn bitte so schrecklich sein, dass du es mir nicht erzählen willst? Ich verstehe es nicht. Musst du auch nicht. Es ist eine Familienangelegenheit. Eine Familienangelegenheit? Ja. Es geht um Marlene. Was ist los? Hey! Warum vertraust du mir nicht? Neulich. Nach der Nacht im No Limits, als Marlene mit diesem Alexander los ist. Du hast von ihr geträumt. Ich wusste von Anfang an, dass irgendwas passiert ist. Ich hätte ihr helfen müssen. Warum habe ich ihr nicht geholfen? Dana, was ist passiert? Alexander. Er hat sie. Oh mein Gott. Entschuldige, dass ich dich hier so überfalle. Aber du gehst nicht ans Telefon, du beantwortest meine SMS nicht. Raus hier! Verschwinde! Hey, was ist denn? Ich will doch nur mit dir reden. Und dich fragen, warum du neulich nach unserem Date so schnell verschwunden bist. Deine Schwester ist heute vollkommen ausgeflippt. Hat mich gedreht und geboxt mitten in dieser Kneipe. Was hast du ihr bloß erzählt? Hau ab! Ich verstehe das nicht. Wir hatten eine wunderschöne gemeinsame Nacht. Dir hat das doch auch gefallen. Ich bring dich in den Knast, weil du mich vergewaltigt hast. Und jetzt hau ab und komm ja keinen Schritt näher. Marlene, jetzt bleib mal auf dem Teppich. Du hast mich an diesem Abend angemacht. Und danach sind wir gemeinsam auf deinen Wunsch hin aus der Kneipe gegangen. Dafür gibt es Zeugen. Und dann sind wir auf mein Hotelzimmer gegangen. Das hast du alles freiwillig getan. Ich habe dich zu nichts gezwungen. Warum sollte dir also jemand glauben, dass ich dich vergewaltigt habe?